willkommen zu einem neuen COH-Podcast auf dem fairlegsten Fanatic-Channel auf ganz YouTube. Heute bin ich mal wieder dabei, der Nike, und Fanatic ist sogar zu faul, seine eigene Ansage zu machen, deshalb mache ich das gerade. Sag hallo, Fanatic. Das war sogar relativ akzeptabel, ja. In Ordnung. Ich bin stolz auf mich selbst. Hast du gut gemacht. So, das Spielchen hier ist von dir. Sag mal was dazu. Kannst dich an nichts mehr erinnern, gell? Nee, das ist ja, wenn du das jetzt zum Monat später ausgräbst, ey. Ich hab ein Gehirn wie ein Sieb im Moment. Auf jeden Fall ist es auf Duclair. Die Map erkenne ich schon mal, ja. Also wenn ich so hingucke. Und ich glaube, wir spielen mit Doppel-Ami, also Prophet und ich, gegen Combo-Achse. Also Wehrmacht und PE, ja. Gut. Und ich glaube, es geht um viele Panzer am Ende, so. Das ist so, glaube ich, das, was wir noch sagen können. Hieß ja auch Panzerkrieg als Replay, deshalb habe ich da jetzt mal drauf geschlossen. Dojos als Wehrmacht und SRB Silla, was auch immer das ist. SRB. Keine Ahnung, ich habe die auch nie wieder getroffen, aber mal schauen, was sie können. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Also dann 3, 2, 1, los. 11, 12, 13, ein Pio steht nur rum. Ja, ich glaube, Prophet hat mal den Start nicht angesagt. Das machen wir immer abwechselnd. Wir passen auf und sagen dann dem anderen den Start nicht an. Gut. Das hat sich in der Vergangenheit einfach bewährt. Ja. Ja, irgendwie gewinnen wir mehr Spiele, wenn ich erst mit dem rumstehe. Ja, Doppelbaracken bei uns. T1 von Wehrmacht, dann nichts Besonderes. PE baut halt erstmal Grenz. Kein komisches Scout-Car-Play oder so. Bin ich eben 2 vor 2 nicht gut. Also ich find's nett, wenn es Leute mal ausprobieren, weil ich vielleicht gewinne, aber ich glaube gegen Doppelbriten, das ist ganz gut. Auf Duclair. Hat Conklin immer gespielt. Oder relativ häufig. Lange, lange her. Aber was auch wichtig ist, er hat schon mal keinen bösartigen Grad. Kein Grad, sondern einen Schwimmwagen. Ja. Das heißt keine getarnten, extrem billigen Aufklärungseinheiten. Da liegt eine Brandfalle am 10er im Mund. Ja, wenn er das halt richtig ausnutzt, den Schwimmwagen, dann ist das sicher nicht schlecht, ne? Ja, und auch diese Doppelgeschichte, dass du die, die Falle dran legst und dann genau dahinter die vom Schwimmwagen, wenn er ausweicht, rennt dann die andere Falle rein. Ja, und dann passt man meistens nicht mehr auf, da kann man echt gut kommen und damit. Ja. Man muss halt seine Dock ausspielen. Viele PEler spielen die Dock nicht richtig aus. Das ist halt, finde ich, dann schade, weil die meisten Docks haben halt echt einen riesen Durchschlag, bis auf Briten, die Engineer-Dock drehen. Ja, es ist halt so eine Sache, ne? Gerade jetzt auch, wenn man das im 1 gegen 1 macht, dann braucht es halt auch schon ein bisschen Micromanagement, dass man das auch nicht hinbekommt. Also ich habe es mal kurz ein bisschen probiert und ich habe es dann wieder gelassen. Weil man darf halt das eigentliche Spiel nicht vernachlässigen, das machen viele, aber wenn man es halt richtig gut kann, dann ist es echt stark. Ja, Prophet versucht da ein bisschen, aber gegen PE Wehrmacht ist es immer schwer, weil man hat 3 Grenz direkt da hat gegen einen einzigen Rifle. Jetzt auch in die Mitte, oben wird normal gecapped, ja. Alles wie immer, wir bauen nur Rifles, keinen Jeep oder so. Ich bin nicht so der großartige Jeep-Fan, muss ich sagen. Mehr Rifles mit Bar, das ist immer. Ja, Bar. Immer so nieder. Wobei man sagen muss, ich habe mittlerweile auch schon einige Spiele gesehen, wo das echt allein aufgrund der Tatsache, dass so viel mit Snipern gespielt wird, schon wieder Sinn macht. Hat man wirklich so Spiele, wo Combo unterwegs ist und wo dann getarntes Grat durch die Gegend fährt von der PE und dann Jeep, um den anderen aufzudecken, um das Grat aufzudecken und also es geht im Grunde nur noch um die Scharfschützen teilweise, das ist schon krass. Ja klar, das Metagame hat sich total verschoben in dem Patch. Ja, wir versuchen halt so langsam uns so ein bisschen vorzutasten, das ist ja immer der Vorteil, Doppel-Ami, wir sind sehr mobil und die Achse muss sich immer zusammenhalten. Wir kommen jetzt trotzdem nicht vorwärts, die Mitte ist einfach zu sehr zugestellt dabei. Ups. Brauchen wir mehr Einheiten. Das sollten wir auch nicht unnötig mit einem Rifle nach dem anderen reinrennen, deshalb ziehen wir uns jetzt erstmal zurück. Die eigene Map-Hälfte halten, wenn möglich. Dann halt nach und nach diese Angriffe fokussieren, weil gegen PE Wehrmacht ist es einfach schwierig, direkt durchzustoßen mit Doppel-Ami. Weil die Grenz doch schon einen Haufen Schaden machen, dann ein MG hinten dran, da sieht man echt alt aus. Die machen das auch nicht schlecht, muss man sagen. Also die haben auch die Einheiten so aufgestellt, dass sie immer sehen, wenn sie flankiert werden.
Ja, das ist schon echt schlecht, wenn man es schafft mit dem. Es ist ja auch so, dass sie jetzt bisher nur ein Maschinengewehr haben. Wenn sie da schaffen, das irgendwie so zu stellen, dass sie es aufhalten können, das kann man sich schon mal eine kleine Rose ans Revers heften für. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich immer mordsriskant dann, ne? Wenn man jetzt damit als Amerikaner spielt mit Doppel-T1 und dann da irgendwie nicht mehr richtig durchkommt. Ja, dann sitzt man meistens fest, da muss man halt überlegen, was man weitermacht. Die drahten jetzt auch recht schön. Und hier auch Brandfallen vom Schwimmwagen in der Mitte an der Sigma vor diesen Heuballen. Das ist nett gemacht. Ja, ich sehe halt jetzt gerade da den Draht. Jetzt haben wir uns aufgestellt und rücken langsam vorwärts, um mal auszutesten, wie das Ganze da aussieht. Jetzt haben sie halt viele Einheiten nach hinten gezogen, deshalb haben wir vorne ein bisschen freier. Ich hoffe, das jetzt, also wir sind ein bisschen unkoordiniert losgelaufen anscheinend. Dafür haut der Passt Flammenwerfer das? mal schön rein. Ja. Könnte sogar einen Verunit geben. Oder auch nicht. Ja, nicht gehabt. Aber wie wir sehen, die haben jetzt halt sehr viele Einheiten da, habe ich auf mich gezogen. Dadurch ist die Mitte deutlich freier. Wir können das MG da überlaufen, weil die ganzen PI-Grenzen halt, also das ist ein bisschen offensiv, was der da macht mit dem am 5er Fuel. Vor allem mit Dann sehen dem wir schon den Maschinengewehr, ne? Scharfschützen. Wenn sie nur ein Maschinengewehr haben, das dann so zu positionieren, ist schon nicht ganz unriskant. Profit auf Bar gegangen, der Sniper da hinten nervt ein bisschen, aber wir konnten sie halt jetzt im Endeffekt komplett überlaufen, weil sie sich zu sehr aufgespalten haben. Also man darf halt mit PE-Wehrmacht nicht überaggressiv werden, wenn man dieses, ich glaube man hat nur drei Grenz oder vier. Vier Grenz hat er. Und einer baut gerade das T3, also da muss man halt vorsichtig sein, wenn man nur so wenig Grenz baut, in Anführungszeichen wenig, dann muss man halt besser stehen. Jetzt sieht man auch die Brandfalle in der Mitte. Natürlich auch kein G43 wegen den ganzen Brandfallen. Dann wird es umso schwächer, das Ganze. Jetzt müssen wir mal gucken. Unten Brandfalle. Macht Ja. Damage. Sehr viel Damage sogar. Wärst Muss ich hier mich da besser sogar nicht. gestanden, wenn du einfach stehen geblieben wärst. Ja, das ist. Ich glaube, Prophet hat da Falle oder so gerufen. Ich habe gedacht, das wäre eine Sprengfalle halten, wollte außen rumlaufen. Aber jetzt sieht man auch mal, wie lange das brennt. Ja, also man kann da mit einem Punkt echt super beschützen. Das ist eine sehr unterschätzte Fähigkeit auf jeden Fall vom Schwimmwagen. Tja, dafür hat man dann halt den Schwimmwagen am Backen, ne? Ja klar, da fehlt halt einfach dann die Sniper-Aufklärung. Dem muss man sich klar sein, aber wenn man das halt ordentlich spielt, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Ich meine, sie halten ja die ganze Zeit ihre Map-Hälfte und als Achse will man gar nicht so viel mehr. Ja, aber man muss jetzt auch dazu sagen, dass da von der Karte schmeißen her nicht viel Map-Control letzten Endes bei rumgesprungen ist, ne? Genau, das ist, wie gesagt, die Brandfallen haben uns da halt den Ding einfach versaut in der Mitte, den Cap verhindert, unten den Cap verhindert, deshalb ist es gar nicht schlecht gewesen, jetzt zu haben bisher. Meine, das Anscheinend Ding ist er ist halt jetzt jetzt aber ausgegangen. mehr auf SDGs umgestiegen. Finde ich auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Nee, gegen Doppel-Rifle ist es auf jeden Fall stark, weil du halt mit den Bars nicht mehr so reinlaufen kannst gegen die STGs und immer aufpassen musst, dass du selber nicht überlaufen wirst. Aber er sollte halt jetzt aufpassen, nicht einfach so stupide reinzurennen, beziehungsweise ich sollte da aufpassen. Ja. Er hat ja auch noch einen AC jetzt, ne? Ja. Das kommt dann in dem eigentlich im Moment sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Aber jetzt sieht man bei ihm, er läuft halt jetzt zu viel, er Ja, müsste eigentlich nur stehen genau. bleiben. Da sieht man's. Und da Ja, kassiert dann er hat er auch. SCG verloren, genau. Also SCGs, ist es klar, SCGs sind wahrscheinlich die Waffen, die am meisten Schaden in Bewegung machen. Aber die Waffen machen halt trotzdem mehr Schaden, wenn sie stehen, allgemein. Und er läuft die ganze Zeit, anstatt in der grünen Deckung oder stehen zu bleiben. Jetzt hat er fast noch einen Spottenfuck bekommen. Also, STGs, wie alle Waffen, im Stehen immer besser. Deshalb sollte man immer stehen bleiben, wenn man eine Waffe hat, egal was für eine. Ja, also Irgendwer hatte doch außer mal man die überlegt. Theorie, dass die Ritterkreuzträger mehr Schaden machen, wenn man läuft. Nee. Glaube ich nicht. Also ich kenne jetzt die Target-Tables nicht so auswendig wie Arne, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht der Fall ist, weil die Genauigkeit einfach stark runtergeht in der Bewegung. Was einem da halt meistens so vorkommt, ist, beim Laufen springen die Einheiten nicht rum. Das macht es dann teilweise schon aus. Ja, die Ritterkreuzträger jumpen ja auch gerne mal, wenn sie stehen irgendwie aus der Deckung raus oder so dieses unsägliche Deckungssuchensystem, was meiner Meinung nach eh abgeschaltet gehört, auch wenn es so ein bisschen eine Kernfunktion ist. Aber es ist halt sehr lästig. Ja, hat man ja auch teilweise gemacht, ne? Also die Blitzkrieg-Mod, die hat da so einen Knopf für, wo du die quasi diese Squad-AI ausschaltest und na, beim Elite-Mod haben sie es glaube ich auch mehr oder weniger pauschal rausgenommen.
Ja, da muss man halt vorsichtig sein, weil dann springen die Einheiten auch nicht mehr vor Artillerie und so weg. Und das ist schon eine nette Sache. Also das, also es ist schon realistisch im Endeffekt, wenn das so funktioniert. Ich würde dann einfach dieses standardmäßige Deckung suchen. Ja, wenn die Einheiten, gerade wenn sie nicht von schweren Waffen beschossen werden, nicht Handgranate oder Flamer oder so reinkommt, dann, weil das für beide Seiten lässt sich. Ja, teilweise springen die Einheiten Handgranaten rein, dann springen sie aus Handgranaten raus. Das ist immer gefährlich. Und sehr nervig für beide Seiten, weil man halt einfach total unvorhersehbare Situation hat, die man auch mit Skill gar nicht lösen kann. Ja, egal wie gut man ist, man kann das nicht verhindern, dass die Einheiten einfach mal rumspringen. Tja, immerhin gilt es ja für beide Seiten, also wäre Ja, es meistens wieder fair. ja. So, jetzt sieht man die So, Brandpfahl in der Mitte auch wieder sehr gut ja, aus. aber. Ich fackel den jetzt selber ein bisschen ab. Ja, ist halt auch immer die Frage, das ist auch ein bisschen zufällig, wie das Ding dann tatsächlich seinen Flächenschaden da verteilt. Ja, das ist ein bisschen komisch da. Jetzt haben so zwei Packs und zwei ACs auf dem Feld. Und ein Und Haufen meine Draht. M8. Und meine M8 kann das jetzt freiräumen, da können wir vorwärts. Jetzt ist halt dieser Nachteil wieder von Axe, dass sie halt sehr geballt in der Mitte stehen müssen. Und dass sie keinerlei mobiles AT haben, die haben halt nur die Packs. In der Mitte zerhackt er mich gerade dafür ein bisschen mit den ACs. Sind halt echt stark, wenn sie stehen. Ja, hat auch schon Wett abgegriffen. Jetzt muss er wieder aufpassen, damit sein STG grenzt gegen die Bars, weil beim Ranlaufen ist man einfach sehr gefährdet. Schickt der Kollege auch mal sehr schön den Schwimmwagen nach oben. Also beiderseitiges Kartenkloppen. Ja. Zumindest Hat hat er er sich sonst das gedacht. irgendwie. Jetzt steht da einfach nur still. Ja. Hat wahrscheinlich einfach hochgeschickt über Bewegungsbefehl über die Minimap oder so. Und muss ich jetzt retreaten? Schade, ich hätte gerne den Shooter decapped. Man sieht, wir kommen nicht so richtig durch, die halten sich relativ gut. Haben auch schöne Minen gelegt. Zum Beispiel links von der mittleren Siegmarke, das ist eine Doppelmine. Das ist halt ultra gefährlich für alle möglichen Einheiten, weil man das auch schnell Fuchs bekommen kann. In Jetzt der mit der Tat. M8 nach oben, um den Schwimmwagen zu killen. Ansonsten muss man schauen. Nachschublager Upgrade 1 kommt jetzt bei mir. T4 steht von Profit. Meine Pack ist auch schon da. Natürlich ist ganz gut, was die ACs angeht. Hat auch noch eine schöne Mine in der Nähe, ist auch immer ganz nett. Wenn er dann mal vorfährt. Ja, weil es eine so eine Pack, die ist halt keine Sicherung gegen ACs. Jetzt sieht man nämlich zum Beispiel da, der hat zweimal vorbeigeschossen. Wenn der auf mich zugefahren wäre, hätte er die Pack halt einfach überfahren in dem Moment. Die Mine hätte mich dann retten können. Da muss man immer dran denken, dass halt Pack gegen ACs eine Glückssache ist, genauso wie gegen Pumas. Weil wenn die Pack einmal umfahren ist, ist es vorbei mit der Freude. Ja, er retreatet jetzt oben mit dem Volks vor dem M8. Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache. Da gibt es sau viele Leute, die total unsäglich dann vor so Fahrzeugen erstmal weglaufen und Schaden ohne Ende kassieren und am Ende noch einen Fuck bekommen, weil sie einfach nicht retreaten wollen. Weil es ist schön, wenn man es schafft, nicht die Einheiten sofort zu retreaten, sondern die halt aus dem Kampf rauszuziehen, weil man es noch an der Front hat, aber man soll halt nichts dafür opfern. Ja, das ist so eine Sache, die mir sau oft mit Snipern auffällt, dass irgendwelche Leute einfach ihren Sniper nicht retreaten wollen. Am besten ist es natürlich, wenn man ihn nicht retreaten muss, aber bevor er stirbt, ja, würde ich ihn halt lieber zurückziehen in dem Moment. Anstatt dass er halt auch riesen Schaden bekommt. Gerade als Wehrmacht, da muss man wieder 35 Mun opfern und so, das ist alles nicht so geil. Das immer auf die Situation drauf an, ne? Dabei schätzen sich halt einfach viele. Aber jetzt muss er mit den STGs da wieder aufpassen, hat jetzt sofort einen Fuck bekommen, einen Flamer-Streich. Schon sieht es alles nicht mehr so toll aus für den. Und muss jetzt wiederum mit seinem eigenen Flamer aufpassen da. Also dreimal STG-Trupps, die sind halt einfach nicht so gepanzert. Das sind keine Ritterkreuzträger, da muss man immer dran denken. Ja, die müssen sich das verdienen und das dauert ein bisschen. Da ist viel abtasten, also das ist halt einfach relativ schwierig in so eine gedeckte Wehrmachtstellung da mit einem Schlag reinzukommen. Da muss man sich oft lange drauf vorbereiten und dann so die Peripherie immer wieder angreifen, gerade mit dem M8 und versuchen einzelne Einheiten wegzupicken, wie die STGs jetzt zum Beispiel. Weil er muss halt immer nachbauen, er hat gesehen, er hat jetzt schon, glaube ich, drei STG-Fuchs bekommen, er hätte halt fünf Stück, wenn wir hier keine Fuchs gemacht hätten. Dafür killt er jetzt ein Rifle von mir Wow. mit einer Salve, das war heftig. Nicht schlecht gemacht, also er setzt die ACs halt genauso ein. Wie ich meine, der M8. Als Dame und dem M8 muss man aufpassen. Ich habe halt Angst, dass da ein ATHT rumfährt. Da kommt auch schon eins.
oder in einem 8 nicht verliert, weil der ist einfach unersetzlich, gerade um halt die ACs auf den Flanken immer wieder wegzutreiben, dass man Kontrolle der Flanken nicht verliert. Der Wehrmacht-Sniper hat auch schon 17 Kills, also ordentlich zugeschlagen. Weil man ja auch sagen muss, es ist tatsächlich nur einer. Als ATHT hat man einen 8 lahmgelegt, die versuchen jetzt zu repairen. Das ist so eine Sache, die das ATHT relativ stark macht. Ich finde das ein bisschen unsäglich, dass es schießen kann und im Endeffekt überhaupt keinen Cooldown hat, um dann den Kettenbrecher reinzuhauen. Da bekommt man also viel Schaden direkt mit dem M8 rein, dass man den gar nicht mehr hochrepairen kann. Ja, das ist so eine Sache, dass der Kettenbrecherschuss relativ abgekoppelt von der normalen Schussfolge ist. Tja, das ist halt so eine Sache, ne? Das ist auf jeden Fall very strong. Ja, also ATHTs sollte man nicht verachten, auch gegen Infanterie mit Concentrated Fire immer benutzen. Der M8 weg, also unsere einzige mobile Einheit im Endeffekt, bis auf den Schirm, der gerade neu rausgekommen ist. Ah, Also der zumindest habt ihr Nase die hat. Siegesmarke, aber es ist so 50-50 im Moment. Ja. Das sind jetzt halt so Situationen, wenn man jetzt als Alliierter so nicht in diesen Verteidigungsperimeter von den Achsen richtig reinkommt, dann bedeutet das natürlich, dass da drüben relativ ungestört hochgeteckt wird. Und Genau, bei der 4E geht das denn. ja schnell mit den Panthern und ja. Ich Die Wehrmacht verstehe macht jetzt das noch ja nicht, auch warum schon er eine dabei. Nase hat hier gebaut hat. Vielleicht will er die Siegmarke da besser verteidigen. Das ist natürlich eine Na gut. Möglichkeit, aber Muss ich ja finde es nicht auch so. irgendwie darüber nachdenken, dass man die Packs dann wegbekommt, Ja, ne? stimmt, das ist natürlich ein Grund, das ist richtig. Ich weiß, ich finde nur, ist halt 40 Fuel, das ist schon relativ viel, da kommt man halt eine Minute oder zwei sogar später auf Panther. Oben versuche ich jetzt so ein bisschen mit Panzerfallen halt so einen Weg zu bauen, dass er durch die Minen fahren muss, wenn er mit den ACs hochfährt oder so. Das hat leider jetzt unterbrochen worden von den STG-Trupps, aber man sollte immer versuchen, auch als Ami da oben dicht zu machen. Einfach damit nicht einfach irgendein Fahrzeug halt hochfahren kann und das Ganze freikämpft und die Infanterie kommt nach und cappt. Da kann man sich sehr viel Ärger ersparen. Und natürlich auch Micro, weil man nicht auch noch oben kämpfen muss und unten. Ich Mal gucke jetzt schauen. so. Das können wir auch mal hier in der Artillerie vielleicht gleich sehen, gegen hier eine Pack da unten. Ja, fährt da sehr schnell wieder raus. Aber wir haben im Endeffekt nicht bereit gestanden, weil zu viele Einheiten von mir oben waren, deshalb sind wir da wahrscheinlich nicht weiter drauf. Und vor allem, weil halt meine Ari jetzt, also ich kann gleich Aris bauen. Das ist dann immer so der Punkt, wo man als Wehrmachtler, Quatsch, als Ami nochmal einen schönen Schub bekommt, wenn man halt Aris dann bauen kann. Und dann gerade in so defensive Achsen im Endeffekt reinzukommen, oben jetzt auch wieder so unsäglich, anstatt einfach zurückzuziehen, wartet er ewig lange mit seinem STG-Truppen, jetzt ist er auch fuck. Das ist halt, kann ich nicht verstehen dabei, ja, weil den Trupp kann er eh nicht mehr einsetzen, der hatte noch 5% HP oder vielleicht 10. Anstatt ihn einfach zu retreaten, wartet er noch so lange. So, Und das dann hat wird immer er die Sache, aufpassen. ne? Aber man muss halt sagen, dadurch, dass sie alles in allem so stabil stehen, wirkt sich das halt bisher überhaupt nicht aus, dass er Einheiten verliert, ne? Das ist das Krasse daran. Ja, klar, aber es ist halt einfach Einheiten, weniger Oh, Einheiten, das ist dass wir ja auch mal ein einfach haben. schönes Sticky. Ja. Durch die Hecke durch. Bewegungsunfähig. Ich glaube, ich schieße auch mit der Ari jetzt direkt drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube, ich schieße direkt auf die ACs da hinten, aber ich glaube, der hat schon keinen bewegungsunfähig mehr, oder? Das sieht man nicht, das ist Man halt sieht's verbuggt. nicht, das Bewegungsunfähig wird nicht angezeigt. Kommt nur die Ja, die Ari Einblendung. schießt auch jetzt zweimal vorbei. Ist halt Pech gewesen, ich habe gehofft, dass wir einen AC dadurch down bekommen. Fällt jetzt aber immer noch nicht raus. Keine Ja, Ahnung, es ist warum interessant, das. der ist repariert worden, bleibt aber trotzdem stehen. Jetzt fährt Ja, er jetzt los. fährt er. Ja. Ja, Versuch kein was AC wert, gerade trifft. So, jetzt sehen wir unten wieder die Wirkung von den Minen von Prophet. Wäre fast wieder ein ne? Trupp draufgegangen. Vielleicht kriegt der Schaden sogar noch. Nee, schade. Aber man sieht halt, diese STG-Blob wird sehr klein gehalten und das ist ultra wertvoll. Jetzt kommen die ersten Panther aufs Feld vom PLA. Hat er jetzt durchgetecht dabei. Sogar noch ein Mörser von der Wehrmacht, Doppelmörser. Funktioniert auch ganz gut, weil die Packs sich da schon ziemlich nach hinten orientieren, ne? Ja, man muss ständig halt die Packs auch heilen gehen und so, weil mit so Low HP Packs vorne zu stehen ist echt kein Vergnügen. Werden auch noch fleißig Minen gelegt. Ja, und die ACs
hauen halt echt richtig rein. Man muss mit den ACs stehen bleiben, dann machen die so einen dicken Schaden. Und wenn die mal wett sind, kriegt man sie einfach nicht mehr down, auch mit Fahrzeugen nicht gescheit. Hier geht es in der Mitte so ein bisschen los. Ari geht jetzt da von mir rein. Hat leider wieder nicht ordentlich getroffen. Die Pack wird zwar gehittet, aber ein Mann ist nur gestorben. Der Kollege hat schon einen Panzer 4 stehen. Ja. Hat das Motorrad in der Mitte Motorschaden bekommen. Sowas sollte man auch immer versuchen zu killen. Wenn man die Chance hat, Motorräder, die sind so wertvoll für die Achse, So, weil und man die sich Artillerie geht auf die Park, aber die Panther sind auch ja. schon da. Also wird das schon wieder schwierig mit dem, was ihr da im Moment habt, da durchzukommen. Aber wir kriegen vielleicht jetzt, ja, Motorrad ist down. Die Pack geht hoffentlich auch noch Schwimmwagen down. auch, der hat direkt neben der Pack geparkt. Die Pack stirbt natürlich nicht, ey. Ah, das hat immer die Glücksspiellotterie mit der Artillerie. Ich habe jetzt auch direkt zwei Aris gebaut. Das ist halt wichtig, wenn die so gedeckt stehen gegen Packs. Auch räumt man dann mit Minen weg. Das ist jetzt schon zweimal passiert, dass die Ari eine Mine getroffen hat. Ja, ist Mordern halt halt. der Nachteil, ne? Wenn man so defensiv spielt, viele Minen legt und dann irgendwann, wenn die Artillerie kommt, sind die dann halt auch mal Futter. Das ist dann Ja, so ist ähnlich wie wenn man das Ganze als Amerikaner macht und der PEler anfängt mit dem Mörser zu spielen, dann Ja, passiert halt genau. genau das Gleiche. Man muss die eigenen Minen halt im Endeffekt beschützen können. So dumm sich das anhört, die Minen müssen halt so liegen, dass der Gegner keine Chance hat, Detection ranzubringen oder so gestreut liegen, dass die Ari halt nicht viel Wirkung dafür hat. Auch ganz interessant, dass Prophet jetzt weiter hier, ja jetzt ist das Grad tot, dass er weiter mit Schirmen spielt. Keine M10s bringt. Wir haben uns halt ein bisschen abgesprochen und die Shermans sind in dem Fall einfach von der Genauigkeit her besser, unter anderem auch gegen ACs. Das ist so, die M10s sind relativ schlecht gegen leichte Fahrzeuge. Gegen Pumas. Damit jetzt wieder so eine Brandfall, wenn man guckt, wie schnell der Rifle stirbt. Ja, das ist saustark. Man muss da im Endeffekt retreaten, wenn man kein Glück hat. Kommt der nächste Schwimmwagen direkt in den Tod gefahren? Ne? Ich ignoriere den anscheinend, aber jetzt wird er wahrscheinlich sterben. Keine Ahnung, was er da wollte. Vielleicht ein Missklick. Und da kommen So, die jetzt sehen wir die Doppelminen. Doppelminen, ey. Oh, heftig. Der ganze Angriff ist halt einfach liegen geblieben wegen den schön gelegten Minen da. War auch dumm da zu floppen, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Packs, man sieht das schon. Also, was diese beiden Mörser da ausrichten, das ist gar nicht so zu verachten. Man wird auch gezwungen, ständig die Packs zu bewegen. Und wenn man halt einmal Pech hat, dann kann es durchaus sein, dass dann, jetzt sieht man Ari erstmal oben bei dem Punkt, der gerade gecapped wird. Vielleicht kriegst du sogar zwei Treffer mit der Doppelcap, Ari. sehr cool. Das hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Der Fehler hat wieder mal einen Trupp weniger. Ich glaube, er hat sogar nur noch einen. Das Er ist halt hat nur noch einfach. einen, ja. Also er hat mittlerweile wirklich alles verloren. Da muss man als Ami einfach auf der Hut sein, auch Pius oder so wegzupicken von dem Wehrmachtler ist immer unendlich wertvoll, weil das einfach total fehlt. Das kennt man ja selber, wenn man keine Pius mehr hat. Und wieder diese Brandfallen, ey, das ist so krass, was für ein Damage. In dem Fall war es eine Mörsergranate. Oder Mörsergranate war. Stimmt, das war Flammengranate vom Mörser. Aber selber Effekt. Hier Tot. kommen unten die P4s angerollt. Die wollen Auch anscheinend schon zu den zwei Stück. Artis durch. Interessanterweise auch schon mit Wert 2. Ja. Kommt Die muss aber, jetzt. ja doch, jetzt marschiert auch zumindest der eine Panda mal vor. Ja, wollte Aber ich es ist gerade halt auch sagen. eine Einzelaktion, was da jetzt passiert, ne? Ohne Infanteriedeckung, weil sie halt kaum Infanterie haben, ja, das muss man sagen. Die Kosten für den Tech waren halt sehr. Aber auch ohne Panther. Na gut, die kommen jetzt mit rein. Und Ja, da jetzt steht sieht die man das Pack in der nicht Mitte. Die alleine. Pack wird einfach umfahren, hat keinen einzigen Treffer landen können. Und eine Pack ist schon leer. Die andere. Wird gerade nicht gedreht, jetzt drehe ich sie erst. Ja. Der Sniper wirkt auch immer wieder mit dabei. Das ist halt die eigentliche Stärke von dem Sniper, wenn er so Waffenmannschaften nach und nach leer schießen kann, für die Fahrzeuge den Weg frei macht. Muss er nur aufpassen, weil er aufgedeckt ist, dass er von den Shermans nicht getroffen wird. Ja, Jetzt und sieht da man ist er sogar einen tot. tot. Da muss man halt Acht geben. Hat jetzt unten die P4s gesteuert, so wie es aussieht. Ich versuche da jetzt den einen zu stickien. Klappt 76 aber nicht. Millimeter. Der Pew, der wird auch hartnäckig ignoriert oben. Dafür haben die Panzer 4 das unbeschadet überstanden. Aber mittlerweile hat er auch zwei Rap-Bunker. Den ersten hat er ja sogar relativ früh gebracht.
Den Medic-Bunker vorne kann ich noch nicht verstehen, hat er auch relativ spät erst gebaut. Ja, stimmt. Haben wir einen Motorschaden an dem Panther. Ich werfe nochmal das Sticky dran, wahrscheinlich um dann auf bewegungsunfähig zu hoffen. Ist er jetzt auch. Da kann man nämlich jetzt richtig schön Ari drauf werfen und das dauert ewig, bis er repaired ist und er ist im Endeffekt jetzt komplett außer Gefecht. Das ist nämlich oft so, dass die zweite Sticky dann bewegungsunfähig macht, nach der ersten, die Motorschaden gemacht hat. Da kann man jetzt schön drauf schießen, auch die Pax. Pio Fuck. Oder nee, das war Repair Crew. Ja, der Pio lebt noch mit einem Mann. Jetzt ist der Bunker in der Mitte tot. Das ist halt Bunker ohne Death Doctrine zu bauen und da ist der Panther auch vom Volltreffer zerstört worden. Direkt bei 2 die Ari. Bunker zu bauen gegen Doppelhaubitze mit nur, also ohne Death Doctrine, das ist halt relativ selbstmörderisch, weil man die einfach so schnell verliert und das ist eine Muni-Verschwendung. AT hatte jetzt wieder M10 lahmgelegt. Und kaputt gemacht. Aber. Ne, er hat nicht wieder bekommen. Er hat zu spät die AWM angemacht, hat er sich auch sehr geärgert. Eine Sekunde zu spät. Das ist immer so die Frage, ne? Riskiert man jetzt noch eine Sekunde zu warten, damit er auch richtig wirklich tot geht, weil am Ende bekommt man den Hauptgeschütz zerstört und dann steht er da, bewegungsunfähig und verschwendet 200 Mund für gar nichts. Aber so ist es halt auch scheiße, ne? Er hat halt auch wieder 200 Mund verschwendet für nichts. Der Prophet. So ein bisschen ihr Problem, denen fehlt einfach die Infanterie, um bei uns wirklich einzubrechen. Die Pax etc. richtig zu bekämpfen. Nur mit Fahrzeugen hat man einfach keinen Stich. Da muss man immer als Achse dran denken, dass man vielleicht ein paar Ritterkreuzträger oder wenigstens 2-3 Grenntrupps mit Schrecks bekommt. Ja, das ist halt genau die Sache, ne? Im Endeffekt ist es halt schön, wenn man die Panzer so früh hat und wenn man da auch Wett drauf hat. Aber man muss halt wirklich immer irgendwie noch was haben, um die Pax kaputt zu bekommen. Ich nehme mal an, das sollten da die Mörser machen. Der teilweise auch ganz gut funktioniert, aber. Ja. Aber sie haben die Pax halt nicht zerstört und dafür sind die Schrecks richtig gut geeignet, dass man halt einfach mal. Damit die Pax dann nachhaltig zerstört, damit ich gezwungen werde, für Manpower neue zu holen und nichts anderes machen kann. Übrigens auch gerade die Artel hier gemacht, die hat den Volks auf dem Rückzug getötet, der die Bar geklaut hatte und die Pack zerstört. Ja, das ist halt der Vorteil der Amerikaner mit den Hobbitsen, wenn man in die Doktrin geht. Bei Schrammenskurven da ein bisschen rum. Wir haben jetzt auch OPs gesetzt. Ich glaube, das hätten die auch machen sollen. Also der Wehrmacht hätte wenigstens noch einen Mund-OP setzen müssen. Kann ja mal gucken. Ja klar, der PE da flattet Munition, okay, der Wehrmacht hat auch viel gut, dann muss er es eventuell nicht machen. Aber wenn man Manpower über hat, so ein OP, sind gar keine schlechte Idee, das habe ich jetzt gemacht als T3-Spieler, da hat man oftmals dann Manpower über. Und die Mun-OPs hauen echt rein, wir kriegen halt sehr viel Munition rein und das Studienkampf ist auch nicht schlecht. Ja, ich brauch dir eigentlich so ein Ziel für deine 600 Munition, die du im Moment hast. Ja, ich bin nur, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einfach kein Fan davon, Munition auszugeben, nur weil man gerade viel hat, weil es gibt so viele Momente dann, wo man die Munition so dringend brauchen würde und dann keine Munition mehr hat, weil man sie überall rausgepulvert hat, weil so 600 Munition, die ist noch ganz schnell verbraucht, wenn man dann mal so 2-3 Stickies wirft, einmal Ari setzt, für die Pack vielleicht Hardkerngeschosse anmacht und so, da hat man das ganz schnell wieder verloren. Prophet hat jetzt beide Shermans geopfert. Immer gefährlich gegen die PE Panther Panzer zu opfern, auch wenn man sie wiederbekommt, einfach weil die Hochwetten und bei 3 Panther will man nicht als Gegner haben. Definitiv nicht. Da unten muss ich jetzt die Pack mal drehen. Hat jetzt mittlerweile wird 3 für die Panzer der Wehrmachtler. Bergetiger auch auf dem Feld. Das heißt, es gibt wieder 4 Panther. Ja, ist auch so eine Einheit, die ich persönlich einfach nie baue, die aber eigentlich total lustig ist. Dafür hat es halt oben mal wieder einen wunderschönen. Oh, ja. Und Artillerie, Sektorartillerie. Ja, da muss man jetzt aufpassen. Ich hoffe halt jetzt, dass ich den Punkt die Cap bekomme, damit er keine Sicht mehr hat. Hat auch geklappt, hätte auch schief gehen können, da muss man. Sektorarti ist echt unberechenbar. Ja, von dem anderen Punkt habe ich jetzt zurückgezogen, da habe ich dann nochmal. In der Mitte jetzt die Pack. Da
da fehlt uns gerade so ein bisschen die Infanterie, aber wie man sieht, sie haben nur einen einzigen Flamer, um gegen die Pax vorzugehen. Hätten die da noch zwei, drei Schrecktruppen, könnten sie bei uns oftmals in der Mitte einfach einbrechen und dann zusammen mit den Panzern vor. Prophet greift jetzt unten an, hat den P4 leider nicht down bekommen, ist halt sehr ärgerlich. Das gibt's jetzt nochmal, ich weiß nicht, warum die Pax so scheiße steht unten. Und wer macht da die Mist, jetzt hat er sie gedreht. Kommt die Kali und tötet auch den P4. Das ist halt wichtig, dass die Panzer einfach nach und nach sterben, weil auch wenn der Gegner nur Panzer hat, wenn es immer und immer mehr werden, ist es dann doch gefährlich. Ja, das Problem ist halt, ne, die kommen wieder. Ja, Prophet hat jetzt alle seine Panzer verloren, oder AWMs anzumachen, ich weiß gar nicht. Er hätte eigentlich die Munition gehabt, ich weiß gar nicht, warum er es nicht gemacht hat. Hat gedacht, er kommt so raus. Ja, das ist tatsächlich der Punkt gekommen, wo diese ganze Horde mal vorwärts herkommt. Ja. So, jetzt die eine Mine da, man musste eigentlich mehrere Minen legen, das haben wir verpennt. Jetzt kommt er zu den Aris durch. Oh, und da sind auch die Ritterkreuzträger in der Mitte. Die Pack schießen vorbei, versucht das MG in der Mitte zu klauen. Aber Pech gehabt, er kann es wieder die Crewen. Jetzt kriegt er wahrscheinlich beide Artis. Weil es halt einfach Prophets Panzer fehlen und die Pax zweimal daneben geschossen haben. Jetzt muss man aufpassen, dass die Pax nicht auch noch überrollt wurden. Oh je, ja. Und da kommt gerade noch ein N10 raus. Ja. Oh, und er ist direkt kaputt. Aber ihr seid immerhin auch ein Panther losgeworden. Ja, ein Panther ist tot. Der zweite wird da wahrscheinlich auch nicht mehr rauskommen, weil da genug Pax stehen. Dafür haben wir jetzt unsere ganze Pack-Front in der Mitte verloren. Die Kali steht da alleine da. Ja, da können sich die Pax gerade wieder drehen, weil da kommt die nächste Welle. Ja. Oh, mittlerweile auch mit Panther. Einen hat er gebaut, ja. Gut, das hätte jetzt selbstmörderisch da reinzufahren, vor allem weil er den Panther einfach stehen lässt. Okay, schöner Feuersturm, sehr schöner Feuersturm. Kommt wahrscheinlich doch noch durch. Den habe ich gar nicht gesehen, den Rauch. Das ist natürlich gut gemacht vom Wehrmachtler, muss man sagen. Risikoreich, aber gut gemacht. Er sollte jetzt nur nicht das Ganze übertreiben da, weil da kommt auch eine Pack hinterher, nicht, dass er den P4 dann noch verliert. Ja, versucht's jetzt natürlich noch. Ja. Mal zumindest ist die wieder in den Boden. Jetzt bleibt er stehen. Und nochmal in den Boden. Vielleicht sieht er die Pack auch gar nicht. Aber ja, ist er wahrscheinlich einfach in der Mitte beschäftigt, wegen seinem Panther. Ja. In der Mitte muss ich jetzt aufpassen auf meinen Rifle, den rechtzeitig noch gesehen. Stirbt der P4. Und die eigene Sektor-Ari hat gerade den Ritterkreuzträger fast zerhackt. Natürlich sehr ärgerlich. Immer die Gefahr, wenn man auf einen eigenen Sektor, wo Einheiten drinstehen, einen Sektor-Ari setzt. Ja, ist auch eine Möglichkeit, ne? Wenn man einfach mal blindwütig reinhält und hofft, dass es die Gegner erwischt. Ja. Das ist halt der Vorteil von den Achsen, dass die einfach, der Vorteil von den Ella ist, dass sie einfach mehr Männer haben. Dadurch ein Fuchs seltener ist durch Artillerie und so ein dreimal Ritterkreuzträger, wenn da halt mal die Ari richtig einschlägt, kann es auch einfach mit verrecken. Immer zwei PE-Panther sind noch da, zwei hat er gerade verloren. Ärgerlich dann für ihn im Endeffekt gewesen, er hätte vielleicht rückwärts wieder rausfahren sollen mit dem Panther und nicht im Endeffekt bei uns sich den durch die Einfahrt da raus. Ja, da hat er sich wahrscheinlich schon ein bisschen anders ausgerechnet. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch so viel Antitank zur Verfügung steht. Dass das Ganze dann versenken kann. So sieht man nämlich, dass, obwohl sie bei uns durch die Front durchgebrochen sind, ihnen immer weniger Einheiten zur Verfügung stehen. Und wir halt mit Billigeinheiten immer wieder kontern, weil die Recruiten Packs besetzen wir jetzt alle wieder. Und sie haben halt im Endeffekt 1000 Manpower mit den Panthern verloren, plus den P4, der draufgegangen ist. Und Infanterie selber haben sie ja kaum, also das ist dann halt echt gefährlich, wenn du so teure Einheiten opferst. Hobbitzen haben wir natürlich beide verloren, das ist, muss man auf jeden Fall sagen, das ist wertvoll für sie, aber sie haben ja nur noch einen Bunker und die Fahrzeuge sind jetzt nicht so empfindlich gegen Ari, die kriegt man meistens noch raus. Deshalb glaube ich nicht, dass der Abtausch für die insgesamt so gut war. Die Ritterkreuzträger in Aktion wichtig, Ritter gegen Ritterkreuzträger ja schön in Häuser reinsetzen, weil die ganzen Automatikwaffen sind schwach gegen Gebäude. Ich find's ja ganz interessant, dass du jetzt dann auch hier T4 behaust. Ja. Ich hab mir jetzt gedacht, dass die Ares nichts mehr bringen und wollte halt mit M10s noch mit dazu halten, zusammen mit Prophets Einheiten. Weil ich so viel Fuel hab.
dass ich mir das locker leisten kann, noch schön auf M10s umzuspringen. Und genug Packs haben wir eigentlich und ja, wie gesagt, die Ari ist jetzt glaube ich nicht mehr so richtig wirkungsvoll. Weil es kaum Einheiten gibt. Sie haben eine Pack unten noch, die steht wahrscheinlich sogar außer Reichweite und ansonsten sind alles nur bewegliche Fahrzeuge und da ist die Ari nicht ganz so geil gewesen. In der Tat, wo geht denn die AD hin? Ah, in der Mitte. Ja, und Prophet muss erstmal seinen Nachschublager nachbauen. Ja, das ist nicht zu Oh, und jetzt unterschätzen. hat 10 bewegungsunfähig liegen, ist nicht schlecht. Jetzt kann ich es vielleicht zusammenschießen, das erzähle ich. Konzentriere mich erstmal auf die RKTs, weil die gerade die größere Gefahr sind. Ja, das klappt auch ganz gut. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. RKTs sollten wir auch nicht überschätzen, ja? Die, wenn die für zwei Bartrupps ins Feuer genommen werden, dann noch über rote Deckung da anlaufen, das ist keine Übereinheit, ja? Genauso wie die SDGs nicht. Mine da hat wieder ein bisschen genervt, ja? Und das war die Sektorartillerie und Prophets Pioniertrupp. Ja. Das ist, unser Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir die Rifles halt noch behalten haben. Ich habe jetzt noch 3 von 4. Robert hat 1, 2, 3, 4 hat sogar noch alle. Kommen auch langsam mal sicher Wett rein. Dann werden die halt im Endeffekt immer stärker und können es auch auf Wett 3 mit RKTs relativ gut aufnehmen. Und das Wehrmachtswett wird dann am Ende vom Game halt wieder schwächer. Weil der riesige Vorteil halt von dem Ami-Wett wieder kompensiert werden kann, wenn man die Einheiten behält, wohlgemerkt. In der Tat. Jetzt kommt baut auch der er noch erste mal M10 raus. Ein SDKFZ. Aber wir dürfen noch nicht Stockhaus oder so bauen. Keine Panzer mehr. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass sie mit ihrer Panzertaktik da nicht so wirklich gut fahren. Im Moment sind so relativ passiv auch. Ne? Ja. Wobei ich sie mal, sich ja ganz gut. Panzer 4 Frack bergen können, oder? Das steht da schon ewig lange. Bei ihnen. Wo denn? Bisschen links von der Siegmarke, von der unteren. Jetzt macht er. Ah, jetzt fährt er gerade hin, ja. Das hat nämlich schon von Anfang an der Kämpfe da gelegen. Das war das erste, was gestorben ist, der erste Panzer von denen. Wenn man Bergetiger hat, muss man ihn auch immer in Bewegung halten, wenn es irgendwo Fracks gibt, weil das einfach so wertvoll ist, halt für nichts im Endeffekt dann Fracks wiederzubekommen. Der Bergetiger hat jetzt 2 Panther und P4 geborgen. Und das ist halt für die Kosten ja richtig geil. 1000 Manpower wiederbekommen plus 400 für den Panzer 4, 80 Fuel. So, und da kommt das Mittel gegen die Packwand. Ja. Jetzt, wenn wir in der Mitte nicht stehen, jetzt unser Versuch, mit dem M10 irgendwie drüber zu fahren. Prophets Seite aus. Ja, jetzt hat er auch zurückgezogen. Tja, hätten sie Helme aufgehabt, hätten sie das durchgehalten, aber die haben halt nur mit. Aber die Stuka trifft ganz gut, muss man sagen. Auch ja. Gegen Infanterie, das da war 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal mindestens. Das hat 2 volle 6er Trupps, das heißt, er hat 5 und 4, hat 9 Mann getötet mit der einen Stuka-Salbe, nicht schlecht. Und M10 ist ziemlich beschädigt, also das war erfolgreich, kann man so sagen. Ja. Hat aber auch schon mehr. Zwei. Ah ja, da, ja, genau hier. Sind schon 2, ja. So, und Tickets haben sie sich jetzt doch mal ein bisschen abgesetzt, war ja immer sehr ähnlich. Und jetzt haben sie so gut über den Daumen 100 Tickets Vorsprung. Ja, die auch schon mal was. Sektor-Ari in der Mitte hat es vom Captain abgehalten, relativ lange Zeit. Darf man auch nicht unterschätzen. Jetzt verlegen sie die Panzer so ein bisschen nach links, Quatsch, nach oben in den Norden. Wollen sie dann nochmal angreifen? Ja, man merkt das schon jetzt gerade bei der Wehrmacht, dass er da relativ entspannt am durch die Gegend wetten ist. Ne? Ja. Mittlerweile auch, ja, so ziemlich überall mal irgendwas gekauft. Die Pax hat er vorher gewettet gehabt, das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht hatte er schon einen Plan, auf Stuttgart zu gehen, wollte deshalb dieses leichte Fahrzeug gewettet haben. Das ist so eine Gefahr auch, also dass man als Wehrmacht einfach querbeet durch alles durchwettet. Das sollten wir dann vermeiden, wenn möglich. Der hat auch einen Support-Wett ausgegeben für einen Mörser, den er noch hat. Ja, ja gut, der ja, hat gut. Einen MG gehabt, aber der hatte trotzdem. Der hatte zwischenzeitlich noch 2 MGs und den Scharfschützen oder so. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob er das Wett ausgegeben hat, als der Scharfschütze noch gelebt hat. Keine oh, Ahnung. Oh doch, das war ziemlich früh. Okay. Ja gut, dann ist es vielleicht nicht ganz so. Aber wie gesagt, das ist halt immer Fuel, den man ausgibt. Dafür konnte man auch ordentlich Panzer bauen.
Oder Dann anderes wollen wir Wett mal ausgeben, schauen. was halt wertvoller ist. Sieht So auch der Infanterie aufpassen. so ein bisschen danach aus, als würden die ordentlich Panzer auch mal wieder in Aktion treten. Also zumindest ist wieder in Bewegung reingekommen und ja, bei euch ist ja auch ein bisschen was auf dem Weg. Ja, wir haben jetzt 6 M10s. Damit kann man schon einiges machen. Das ist dann wieder der Vorteil, also wenn die Achse zwei Panther haben, dann kommt man halt meistens so mit 3, 4 M10s einfach nicht hin, weil die Panther stärker sind. Aber sobald es dann deutlich mehr M10s werden, ist es oftmals so, dass die Panther nicht geschlossen stehen auf einem Haufen und dann kann man mit den M10s halt immer eine Einheit rauspicken und schnell wieder weg. Gerade mit AWM. Es ist nicht so, dass die Achsen-Tanks dann im Late Game unbesiegbar sind. Oh, Nur du hast Profit dir fährt jetzt tatsächlich rein. nochmal eine Haubitze gegönnt. Ja. Ein bisschen länger her, Profit fährt rein, geht jetzt auf den Bergetiger los, der nervt uns nämlich sichtlich. Da hat es Geht auch das nochmal ran. AT-HT erwischt. Lustig, dass er hier gerade damit beschäftigt ist, den Schwimmwagen zu bergen. Wo du jetzt andere drauf wirfst. Ja, Tod dem Schwimmwagen! ja. Oh, P4 Aber wurde jetzt auch trotzdem wieder Ani mächtig erwischt. gewaltig, ja. Klein Prokhorovka hier, oder wie das heißt, Prokhorovka, Prokhorovka. Ja, und jetzt sieht man bei dem Angriff gerade, da haben die jetzt ein P4 und einen Berger-Tiger verloren. Wir haben alles wiederbekommen. Jetzt jagt er bloß meine M10s dahinterher. Ich versuche ihn da in die Mine reinzulocken. Damit er noch mehr verliert. Jetzt haben wir einen M10 verloren, aber immer noch deutliches Plus für uns. Jetzt wird der Panther da auch zusammengeschossen. Noch eine Mine. Oh, krass, jetzt bewegen sich natürlich auch hier die Packs mal in die Richtung. Artillerie geht Also, noch drauf. seid Ja, jetzt also ultra gefährlich. riesige Panzerarmada. Ja, da sind ordentlich Kämpfe jetzt dabei. Ich habe auch vor der Base so ein paar Minen gelegt, ja, also da wären die nicht reingekommen. Da hatte ich ja keinen Bock drauf, dass der wieder in meine Haubitze Ja, reinfährt. ne. Plus, unten liegen auch ein paar, aber halt nur eine wieder direkt vor der Base. Ja, und Das jetzt sieht Schaden man wird man das. klug. Jetzt sieht man das, was wir vorhin gesagt haben, oder was ich vorhin gesagt habe, dass die Achsenpanzer halt nicht komplett überlegen sind. Ja, gerade in Verbund mit Pax hat man dann doch noch manchmal Probleme. Jetzt kommt die Infanterie noch mit dazu und die Stickies sind eine super Sache gegen die Panzer, einfach um die halt lahmzulegen und dann einzeln zerstören zu können. Und ich habe jetzt noch 4 M10s. Ich habe einen einzigen M10 verloren. Prophet hat selber, glaube ich, zwei verloren. Wenn man dann sieht, dass hier an Achsenpanzern rumliegt, ja, da sind jetzt drei Panther gerade gestorben. Der Bergetiger vorher, der Panzer 4. Die Ja, bekommen das keinen heißt, Ersatz da. bis zum Bergen wird es auch noch ein bisschen dauern. Der Ritterkreuzer oben eiskalt in der Artillerie stehen geblieben. Und jetzt nochmal Sektorartillerie. Ja, da habe ich Glück gehabt, dass er mich nicht getroffen hat. Versuche jetzt mit den beiden M10s da noch den Panther wegzupicken. Hab leider Pech, dass die nicht durchschlagen und versuche halt jetzt irgendwie bei der Micro den Panther schön, soweit er halt kann mit dem Motorschaden da. Es kommen schon wieder Ja. neue Panzer vom, also Panther vom PELA. Der versucht jetzt die M10s wegzupicken. Prophet ist da auch ein bisschen komisch reingefahren. Ja, und das war Wäre dann eigentlich direkt. tatsächlich mal eine ganz gute Sache für die Achsenmächte. Ja. Haben sie wieder ein bisschen gleichgezogen nach der Aktion vorhin. Aber es hat Glück, dass ein M10er noch rauskommt. Das letzte Fitzelchen Repair hat ihn gerettet. Ja, es sei denn, er bleibt jetzt stehen und manipuliert noch ein bisschen, dann passiert genau Ja. das da. Und er ist Alles. Oh, in der Mitte der Volksgrenadier. Hat wieder die Bar verloren. Ich glaube, die ist schon dreimal gedroppt worden jetzt im Ja. Spiel. Demon Bar sollte man nach Wirklichkeit nicht aufheben. Ja. Ist echt gefährlich. So, kriegt die Pack jetzt noch? Ja, die Pack hat noch den Panther ausgeschaltet. Das ist halt so wichtig, dass man diese glücklichen Kills noch hat. Sonst kann man auch Spiele manchmal einfach nicht gewinnen, wenn man Pech hat und die ganzen Panzer rauskommen. Die Achse hat jetzt natürlich teilweise ein bisschen Pech gehabt, wo unsere Panzer ganz knapp rausgekommen sind, bei ihnen fast alles verreckt ist, aber die übertreiben halt jetzt auch und fahren eine Panthergruppe nach der anderen in den Tod. Das sollte man halt einfach vermeiden, wenn man Achse Ja, ist. Das fährt jetzt sind auch nicht richtig auch zurück. recht optimistisch gerade. Ja. Im Kampf gegen die Packfront da mit den Panthern. Da kommen Wir jetzt sollten wieder halt die jetzt einfach. Ritterkreuzträger von der Seite. Das fehlt halt dann gerade so ein bisschen, dass die da mit weggeräumt werden. Jetzt fahre ich wieder rein mit den M10s. Ich habe ja genug, ich habe auch genug Rest, um noch welche nachzubauen. Deshalb, Mörser-HT geht down. Sollten wir auch nie unterschätzen, dass so eine Einheit mal kaputt geht. Im Endeffekt hätten die jetzt einfach ihre Front versuchen müssen zu Die halten. Repair überfahren, irgendwie so ein Rückwärtsschlenker. Schön. Jetzt wieder ein Panther down gegangen. Es kommen wieder neue Panther.
Die hätten halt einfach ihre Front halten müssen. Da liegen so viele Fracks, ey. Wenn die einen neuen Bergetiger kriegen und dann den alten erstmal bergen, dann können die halt so viele Panzer wiederholen. Muss man ja immer mal darauf achten, dass man nicht eine Panthergruppe nach der anderen in den Tod schickt. Man hat da ja immer so die Ding dazu, sobald man welche hat, sofort wieder zu rufen, aber das sollte man vermeiden und damit dann immer reinzufahren. Weil Panther sind halt auch nicht unbesiegt, ne? Und da kommt der nächste, der macht Panther aus der Basis. Also muss Prophet nur auf seine M10s aufpassen, vor allem auf den Wett 2 M10. Wett bei Panzern nicht zu unterschätzen, die bekommen auch 50% mehr Schaden auf Wett 3. Das ist schon eine Menge Holz. Der Panther bekommt da wieder schön von den Packs drauf. Wenn die offensiv nicht so wirklich hilfreich sind, die Packs verhindern halt einfach, dass die Wehrmachtler uns hinterherfahren können. Die Achse hat jetzt nichts wirklich, was uns aufhalten kann, hinterher zu fahren. Ja, keine das eigenen stimmt. Packs mehr. Keine 8-8 oder so. Wir haben so. Schon noch eine Pack, aber naja, die steht halt ja. Da, wo sie schon seit am Beginn des Spiels steht. Ja, hat er wahrscheinlich vergessen so ein bisschen. Es ist fast davon auszugehen, ja. Sonst hätte er sie eventuell immer nach da oben gezogen. Ja, und Schrecks also fehlen jetzt halt nicht so. Ein, zwei Schrecks gegen die M10s. Das sind Gold wert. Auch, dass man halt jagen kann damit und wiederum kann man mit den Schrecks halt die Packs einfach überlaufen und ignorieren. Und mit Panzern geht das nicht so einfach. Kommt auch der besagte nächste Bergetiger. Ja, und das dürfte sich lohnen. Auf jeden Fall. Da liegen jetzt 1, 2, 3. Das ist kaputt. 4, 5. 5 Wracks, ja. Und einer davon ist noch ein Bergetiger, das heißt, er kann doppelt so schnell bergen, wenn er das zuerst holt, macht er auch. Haben jetzt immer noch ihre zwei Repair-Bunker, das ist halt auch wichtig, dass man sowas behält. Ja, der hat's überlebt, glaube ich, irgendwie, ne? Die Artillerie. Das MG da in der Mitte mag auch so niemand haben. Den ersten wird 3 Rifle. Laufe aber jetzt nicht weiter vor, da sollte ich eigentlich angreifen, langsam aber sicher. Die M10s fahren jetzt auch wieder. Fahren die nach oben? Ja, die wollen den STG-Trupp da platt fahren, wahrscheinlich. Der gerade meinen armen Pio verjagt hat. In der Mitte geht er für die Infanterie vor. Hätte ich vielleicht den STG-Trupp da oben sein lassen sollen, mit in die Mitte fahren. Ja, was weg ist, ist weg, ne? Ja. Das sieht man den Nachteil bei denen, die haben einfach keinen Anti-Inf. Ich kann mit der Infanterie einfach durchlaufen und kann halt gucken, wo was ist, kann Ari setzen, kann ihre Einheiten scouten. Ein einziges AC haben sie noch. Und die Ritterkreuzträger, die halt gerade in der Basis waren und aufgefrischt wurden. Jetzt werfe ich Ari auf die beiden Bergetiger. Die sind halt so behäbig, die kriegen da richtig dick Schaden, aber schön mit der Stuka versucht. Ein Bergetiger ist wieder down. Ja, und der Panther lebt da auch sehr gefährlich, vor allem weil die M10s gerade mit dazukommen. Ja. Genau im richtigen Moment, die Kavallerie sozusagen. Oh, der Bergetier kriegt nochmal was ab. Ja, oh, ein bisschen bitter, von dem Frack ist auch nicht mehr so viel übrig. Ja, das sieht jetzt tatsächlich ein bisschen kritisch aus angesichts des ganzen Anti-Tanks, was da reinkommt. Ja. Einmal hat das mit den Bergen ganz gut funktioniert, aber mit dem anderen mal so ein bisschen zu behäbig. Ja, ja, da haben sie zu viele Panzer einfach nach und nach geopfert. Da werden die einfach. Aber er microt seinen Panther schön, das muss man auf jeden Fall sagen, aber er ist halt so eingekreist. Und er kommt trotzdem nochmal raus, dass er mit der Front steht, aber so viele M10s, irgendwann geht's nicht mehr. Jetzt haben sie im Endeffekt alles verloren. Inklusive der eine, der mich angriff über die Verbindungsstraße zwischen den beiden Basen, das war halt tödlich. Vor allem, dass zwei Panther mit Out-of-Control-Panikfahrt unterwegs sind. Und vor allem der eine will nicht wirklich sterben. Nee. Hat zum Glück kein Rohr mehr. Ja, weil da passiert ja manchmal, dass das Ding da noch einen Hauptgeschütz hat und um sich schießt wie bekloppt. Ja, das ist das Schlimmste. Und manchmal kann man so stoppen, indem man davor fährt, aber das klappt irgendwie nicht immer. Manchmal schiebt er sich auch rein. Gerade ein neuer Wehrmachtspanther da. Jetzt ist auch die Pack zum ersten Mal wieder in Aktion getreten seit, keine Ahnung, 30 Minuten oder so. Ja, das ist gut. Der Prophet und hat keine Kalli mehr gerufen. Ich glaube, die wäre auch nicht so gut gewesen jetzt in dem Game. Es war halt, wie gesagt, die Achse hat einfach zu viel auf Panther gesetzt und hat dann Probleme gegen unsere ganzen Nicht-Panzer-Einheiten gehabt. Jetzt kommt der Königstiger und nochmal eine Part der Battle Group. Also, die wollen es echt
irgendwie rumreißen mit einer fährt seine eigenen Fracks kaputt. Das ist natürlich bitter. Na gut, er hat eh nichts mehr zum Bergen, also. Ja klar, aber. Sollte man eigentlich vermeiden. Also jetzt wollen sie nochmal wissen, 1500 Manpower investiert, 500 nochmal mit der Zeit. Das finde ich eine ganz gefährliche Sache mit PE, wenn man dann so ein Trott reinkommt und einfach nur noch Panther ruft die ganze Zeit und im Endeffekt sind die Panther halt einfach. Irgendwann ist ihnen ihre Zeit auch abgelaufen, wenn man die nicht hochgewertet kriegt und es hat halt in dem Game gar nicht geschafft, der Fett Panther zu bekommen. Na gut, der Fett 1 hat ab und immer gehabt, aber die haben halt dann nicht so lange überlebt mitunter. Ja. Tja, ist halt die Frage, was der einzelne KT machen kann. Ja, wenn es jetzt ein ganzer Zug wäre, wäre das was anderes, aber der einzelne. Ja, aber die versuchen halt jetzt so eine Panzer-Alleinangriff wieder zu machen. Die Ritterkreuzträger stehen hinten ein bisschen rum, weil sie auch sehr beschädigt sind. Der andere Trupp in der Basis ist, glaube ich, schon ewig nicht mehr raus. Gegen die ganzen Packs kann der KT halt nichts machen, der wird da einfach nach und nach zusammengeschossen. Auch wenn die Granaten abprallen, machen sie ja immer wieder ein bisschen Schaden. Der Pershing jetzt, der bekommt ja auch eine bessere Kanone durch das Schirm-Upgrade. Oh, in der Tat. Mit der Durchschlagsleistung. Da habe ich auch wieder 4 M10. Sprofit hat den Pershing damit dazu und auch einen M10. Ja. Und die Packs halt. Kommt die Achse selber gar nicht raus, weil irgendwann muss die Achse halt auch mal ordentliche Angriffe fahren, aber. Der einzige Angriff, den sie versucht haben, ist halt sehr schief gegangen. Da ist der KT auch gestickied worden von dem R3-Rifle und der bekommt halt dick Schaden von der Sticky. Und Motorschaden mit dazu und jetzt ist der halt im Endeffekt komplett rausgenommen, weil bis der in die Mitte gefahren ist. Oder bis der da richtig wegkommt. Jetzt fahre ich mit allen M10s hin. Prophet bleibt noch ein bisschen in der Mitte. Ich krieg wahrscheinlich jetzt auch den Königstiger einfach, weil gegen 4 M10s mit Motorschaden keine Chance. Die Panda versuchen jetzt zwar nochmal zu Hilfe zu kommen, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen. Er fährt auch gar nicht mehr rückwärts, wird jetzt komplett eingekeilt. Tja, und leider kein Bergetiger zur Stelle. Ja. Noch ein 5. So schnell kann das gehen. Und die Plack nehmen wir auch noch mit. Jetzt kommt nochmal alles nach vorne, was noch so da ist. Und ja. Es sind noch 2 Panther da. Und die Pack, weiß ich nicht, gibt's die noch? Ach, hier ist noch eine. Noch ein Panther. Aber auch wieder so weit abgeschlagen. Und bis der mal sich mit dazu gesellt, ist hier drüben schon alles tot. Also der kommt rechtzeitig, um selbst zu sterben. Ja. Will er wahrscheinlich gar nicht mehr reinfahren brauchen. So richtig schön nacheinander. Das hat schlecht gemacht. Die haben einfach nicht geschafft, ihre Front nochmal zu konsolidieren. Hier wird's 3, wird 3, 2 wird 3 M10s. Das ist halt richtig viel Damage, die einfach austeilen können. Das ist unglaublich wertvoll, dieses Bett zu haben. Ist im Endeffekt auch kaum noch was da jetzt von den Achsen. Ich versuche jetzt nochmal den einen Panther da zu jagen. Der M10 bleibt jetzt an der unsichtbaren Wand des Todes hängen und dreht lieber. Das ist so eine COH-Eigenheit, diese unsichtbare Wand des Todes. Ja, oben versucht er jetzt zu cappen. Da ist jetzt W3-Rifle gegen W3-Ritterkreuzträger. Da können wir mal drauf achten, wer da jetzt gewinnt. Gut, er geht nicht in den Nahkampf. Na, no, das sieht nicht so richtig gut für ihn aus. Nee, und der Panther da wird wenig auch für den Panther, ja. Ja, also man sieht echt, die W3-Rifles, wenn die Ritterkreuzträger nicht komplett nah dran stehen, ne, dann zerhacken die RKTs einfach. Ja, das ist natürlich auch zu weit weg gewesen, ne? Ja. Und Panther ist auch down gegangen, also hat der Wehrmacht jetzt gar nichts mehr effektiv, eine RKT und eine Pack noch. Das ist immer noch besser als alles, was der PE im Moment noch aufbieten kann. Was dann genau ein SDG-Grenadier wäre. Das ist wirklich einfach alles sonst tot. Auch die Basisverteidigung lebt nicht mehr. Ja. Da haben sie sich echt keinen Gefallen getan. Aber immerhin 291 Income. Das ist auch schon mal was. Ja. Also viel mehr geht nicht mehr. Ja. Ja, schreiben wir jetzt auch GG. Angesichts der Situation, ja. Verständlich, ja. Vielleicht schon. Auch wenn die Superpack da unten das ganze Spiel überlebt hat, geht auch der eine raus, ja. Ja, aber viel mehr als überleben hat sie dann halt auch nicht verbracht, ne? Ja. Jetzt beide auch tot, beide rausgegangen. Ja. Also, Fracks liegen, glaube ich, genug rum auf jeden Fall, um das eine Panzerschlacht nennen zu können.
Ja, das war nicht Denke, schlechter. der Merksatz hat sich wieder gezeigt. Panzer-Alleinangriffe sind einfach scheiße. Tja, man tendiert halt dazu, ne? Sollte man vermeiden. Also eine Lehre für alle Zuschauer. Ihr braucht auf jeden Fall Combined Arms. Ab einem bestimmten Level kommt man einfach nicht drum rum. Nur noch Panther oder nur noch Panzer allgemein hat einfach wenig Sinn. Man braucht Artillerie, man braucht Panzer und Infanterie. Und Pax dazu am allerbesten noch, und dann kann man solche Spiele auch als Achse durchaus gewinnen. Also, sie haben ja im Endeffekt ihre Map, und das ist jetzt so ein Spiel gewesen, sie haben ihre Map ja gar nicht verloren. Ihre Map-Seite. Die hatten ja immer ihren Fuel und so weiter. Man kann aber als Achse halt trotzdem verlieren, wenn man einfach die ganze Zeit Einheiten weggetauscht bekommt, und zwar richtig schlecht. Weil ich glaube, im ganzen Spiel gab es einen einzigen Fight, wo die Achse wirklich gut getauscht hat, oder zwei, einmal unten, wo Prophet seine Shermans verheizt hat, und einmal oben bei dem Angriff auf den Bergetiger, glaube ich, wo wir dann drei oder vier M10s verloren haben gegen einen Bergetiger. Aber ansonsten war unser Tauschen halt besser, und da ist man gerade mit AWM dann immer gut dabei. Nun gut, dann bis hierhin. Der Name war gerechtfertigt, Prognose ist eingetreten und wir sollten uns merken, gewisse Bars sollte man lieber liegen lassen, weil sonst stirbt man. Die Bar des Todes. In diesem Sinne, ciao, ciao. Oh.